der Klima-Challenge fordern Jugendliche den niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel zu einer Art Wette heraus. Sie sammeln Klimapunkte, indem sie mit klimafreundlichen Aktionen Treibhausgase einsparen. Und dabei setzen wir uns Ziele, also immer wenn eine bestimmte Klimapunktzahl erreicht wird. Ja, dann löst der Minister seine Einsätze ein. Und da haben wir drei Etappenziele. Nach dem ersten Etappenziel muss der Minister in einem Fahrradkino in die Pedale treten und damit Strom für den Film herstellen. Unser zweiter Einsatz war die Schnippeldisco. Dort schneiden und schnippeln wir und kochen aus geretteten Lebensmitteln ein leckeres veganes Gericht mit dem Minister. Und der dritte Einsatz ist ein Poetry Slam, wo der Minister zusammen mit NachwuchspoetInnen auf der Bühne steht. Wir haben uns große Ziele gesetzt und es tatsächlich geschafft, alle drei Etappenziele zu erreichen. Ja, denn in über 130 Aktionen konnten wir mehr als 60 Tonnen CO2-Äquivalent einsparen. Damit hätten wir ganze 15 Mal mit dem Zug um die Welt reisen können. Und die Jugendlichen haben sich mächtig für den Klimaschutz ins Zeug gelegt. Es gab ganz viele tolle, unterschiedliche Aktionen. Zum Beispiel gab es Klimaworkshops. Ja, oder es wurde Solarenergie genutzt, Erdkühlschränke beim Jugendcamp gebaut. Oder andere haben Bäume gepflanzt und Upcycling-Aktionen gemacht. Und eine große Aktion für alle fand sogar gleich zweimal statt, die Silent Climate Parade mit über 350 Teilnehmenden. Das ist eine stille Tanzdemo mit Musik aus Funkkopfhörern.